Pulsar 2 hier auf dem Genfer Autosalon. Wir haben uns auch direkt schon mal einen geholt, der uns was zu dem Fahrzeug sagen kann. We have now here the Pulsar 2. What is it now this special at this car? So yes, this is the new Polestar 2. It is the first full electric car from Polestar. Polestar being the new electric performance brand. We are owned by Geely and Volvo Car, so we have a connection to the Swedes and the Chinese. We're based in Sweden and we revealed this car earlier this week online. It is really fantastic. It's first full electric car from Polestar. We have all-wheel drive, 300 kilowatts, 408 horsepower, 660 newton meters of torque with all-wheel drive. So it's quick, it's powerful, but also really, really good looking, beautiful to drive. It's available with the likes of Öhlins dampers, Brembo brakes, and some special performance touches with gold detailing. So you can really make it stand out. It's going to do 0 to 100 in less than 5 seconds. It's really going to be something really special. Fast, yeah, absolutely, yeah. Now we have the many racing parts in this car, but how comfortable for the all-day using is it? Absolutely comfortable. You know, our chassis engineers have been partnering with Öhlins, which is a Swedish suspension manufacturer. They've been doing work with Öhlins for a long time now, so we know how to fine-tune the suspension for comfort as well as dynamics. But of course it's adjustable as well, so if it is a little bit too sporty, you can dial it down, or the other way around to dial it up, so you can really find the balance that you like in the car. I've talked before with your mate a little bit about the car, and he told me that we need more key anymore. How it is possible? So we have something called Phoner's Key, which means that your phone carries a secure digital key. You don't need to carry the physical key with you anymore. And with that, it means that the car can recognize you when you get into the car and personalize all your settings. So when you approach the car knows you're approaching. It will open as soon as you touch the handle, and all your settings will be implemented inside. That means your seat position, your mirrors, your Spotify, your profile in the system. This is one of the first cars in the world to have the new Android embedded infotainment system. That means we have Google Assistant, Google Maps, Google Play Store, and of course if you've logged into your Google account, it will be personalized, so all your preferences on navigation or music and that sort of thing will be there. But now a little security point, how secure it is this system, because we have an all connect system here. Absolutely. And we all know no system is unhackable, yeah, but how secure it is. Without getting into the very technical details, which I don't have, yeah. But it is very secure. The keys are encrypted. They cannot be copied from one device to another in that sense. And this is the point. So we know from the past that many cars are stolen via this keyless go system. Yeah. So that is, yeah, you're right, and that is something that is based on a relay system where the signal is repeated, and therefore the vehicle can be stolen. With our technology, first of all, the digital key interacts with the vehicle through a secure Bluetooth connection. It's not electromagnetic, so it's different to the traditional keyless systems. And then that system itself is robust and protected in several different layers, that it's actually almost impossible to use a relay device to get into the vehicle. So we're very confident it is not possible. So Polestar is the first brand that had make really minds about the system secure and entities. Absolutely, yeah. We wouldn't launch it without the absolute security. That's good. Also, diebstahlsicher ist es schon mal. Das muss man schon mal sagen. Das ist die erste Firma, die sich jetzt wirklich Gedanken darüber gemacht hat. Halt mit dem Punkt Keyless Go und das Hacken von den Keyless Go-Fahrzeugen, was ja in den vergangenen Jahren sehr viel für Aufsehen erregt hat. Und auch das System hacksicher zu machen, also dass es wirklich nicht gehackt werden kann. Wir gucken jetzt einfach mal uns das Fahrzeug mal ein bisschen genauer an. Wir fangen einfach mal hinten am Kofferraum an. Wir haben eben schon ein bisschen was vorgestellt bekommen, aber jetzt auch für euch. Oh, sorry. Also wir haben jetzt auf jeden Fall gutes Kofferraumvolumen. Das hat man in der Klasse natürlich selten. Sieht auch nicht sonderlich groß aus von außen, aber wenn man den Kofferraum aufmacht, ist schon viel Platz drin. Wir haben hier das von Volvo bekannte Ladesicherungssystem mit dem Gummibändchen hier und auch dem Stoppding, ich weiß nicht, wie man es genau nennt. Und dann haben wir hier das Kofferraum-Ladevolumen. Was ich jetzt eben
noch nicht genau verstanden hatte, ist, ob da jetzt ein Reserverad drunter ist oder irgendwie Motor, sagte er. No, that's just loading space. The tire repair kit is kept in the front storage compartment. Yeah. And what is under this cover? Part of the chassis and the electric motor setup. Das Ganze wird hier mit einem Stab festgehalten. Also, ich kenne sowas normalerweise eigentlich nur bei uns, so Hobby-Schrauber-mäßig, aber dass das jetzt wirklich so umgesetzt wird, ich finde es irgendwie cool. Ich muss ich ehrlich sagen, I like it. Yeah? Yeah. Something simple. Yes, of course. Exactly. It's simple and so from the hobby mechanics. Yeah. Exactly. Was natürlich auch ganz geil ist, wenn man zum Beispiel jetzt in Urlaub fährt oder irgendwie auf Reise geht, Kühltruhe einfach hinten reinknallen. Du hast hier direkt die 12 Volt. Zigarettensteckerdose. Das heißt, du brauchst kein lästiges Kabel mehr jetzt nach vorne verlegen und dann kannst du das Telefon nicht mehr laden und sowas. Ist hier gelöst, indem wir die 12 Volt Steckdose hinten haben. Oh ja, hier. Wie man eben schon gesehen hat. Aber gut, das kennen wir ja schon von anderen Marken. Steckdose. Ganz normal, kennt man ja von anderen elektrischen, vollelektrischen Fahrzeugen. Leistungstechnisch ist der Polestar 2 auf Augenhöhe mit den Teslas. Das haben wir jetzt eben schon erfahren. How much he need the car from 0 to 100? It's 4.7 seconds. 4.7, also 4,77 Sekunden von 0 auf 100. Das ist schon mal eine zierliche Ansage an andere Hersteller, die elektronische Fahrzeuge herstellen, also elektrisch betriebene Fahrzeuge. Und das ist das erste voll elektrische Fahrzeug von Polestar. Es ist im Prinzip ein Volvo auf Starkstrom. Ja. Werfen wir mal einen klitzekleinen Blick auf die Brembo-Bremsanlage, die vorhin angesprochen worden ist. Das Ganze ist jetzt nur die Hinterradbremse, die wir jetzt hier zu Gesicht bekommen. Und ich finde das ziemlich krass, weil allein diese Hinterradbremse ist so groß wie die Vorderbremse bei mir an der C-Klasse. Das ist krass. Du tippst Bremspedal an und das Ding steht. Gucken wir uns das Auto von innen an. Wichtigste überhaupt, Fahrerplatz. Das Cockpit, sehr clean gehalten, finde ich persönlich. Schönes großes Display als Tacho und dann das große Display in der Mittelkonsole, wo man die kompletten Einstellungen über das Fahrzeug vollziehen kann. Auch sehr schön der Wahlhebel für die Gänge. Und hier drücken wir noch direkt eine externe Parktaste. Wir haben hier Start, Stop für Musik. Also wir können hier direkt über Spotify können wir die Musik laufen lassen. Und ja, hier Warnblinkanlage. Du kannst das Telefon einfach kontaktlos laden, einfach da in die Schale legen. Auch sehr viel Platz hier überall gehalten. Can you tell us a bit more about the cockpit? Yeah, absolutely. So as we mentioned before, this is one of the first cars in the world to feature the new Android embedded infotainment system, the human machine interface. So we have the 11-inch tablet centrally mounted in portrait that runs full Android. It is the backbone of the system, so it's not just an app on the system. And we have then the 12.3-inch driver display that you have behind the steering wheel where you get all your information. It's seamlessly integrated, it's high quality, and of course with Google services in the car, we have Google Assistant for voice control, you have Google Maps for navigation and the Play Store for your apps that will be of course specially developed for a car. We have a beautiful minimalistic design that we've integrated in the cabin, and we've also used environmentally friendly materials. So it has a vegan interior as standard. This one has the textile, the other car has what we call Weave Tech, it's a new material, and we've also got beautiful touches like the textile speaker covers and on the dashboard to give you a more premium, upmarket and very, very modern avant-garde design feeling in the vehicle. Ja, wie er eben schon erzählt hat, sehr hochwertig verarbeitet, das muss ich wirklich zugeben. Es ist wirklich hochwertig verarbeitet, es fühlt sich sehr gut an, also sehr schöne Haptik. Was man für einen Komplettpreis von 60.000 Euro... 59.900, yes, for the launch edition. Yeah. Das ist nicht viel Geld, ja, für das, was man hier wirklich bekommt. Hat er uns eben auch gesagt, Android-Tablet voll mit Google synchronisiert, also sämtliche Google-Systeme kannst du darauf nutzen. Piano-Lack, Optik hier
im Lenkrad. Lenkrad fühlt sich auch sehr schön an. Gehen wir gleich noch näher drauf ein. Tell us about more about the seats. Yeah, so they are designed for comfort but support, so they have a sporty feeling but they're not uncomfortable. And as I mentioned, we have a vegan interior standard. So in this car we have the textile with the embossed diamond finish on the seat back, and then we bring WeaveTech into the equation, which is a new material that is modeled on scuba diving sports equipment and that sort of thing. And then we do have an optional leather option as well, if that's what you like. Yeah, ja, also Sport und Komfort ist hier im Polestar 2 geboten. Racing-gelbe Anschnallgurte, das ist geil. Ja? Hat man auch nicht überall direkt. Also im Performance-Pack hast du dann hier die gelben Anschnallgurte. Wir haben ein wunderschön, sich wunderschön anfassendes Lenkrad. Wobei mich das schon wieder eher an Jeep Compass erinnert, das Lenkrad. Der Walhebel, der zwar ziemlich klein, aber doch fühlt sich sehr gut an. Harman Kardon Anlage im Fahrzeug verbaut. Einfacher Knopfdruck. Der Kofferraumdeckel geht auf. Wir haben hier zwei verschiedene Memory Wahltasten für die Sitzeinstellung. Panoramaglasdach. Sehr, sehr hochwertiges Fahrzeug. Einen richtigen Spiegel als Rückspiegel hat man auch nicht überall. Sieht sehr hochwertig und elegant aus. Ein Fahrzeug mit einem Preis von einem Mittelklassefahrzeug, mit einer Ausstattung von einem Oberklassefahrzeug und dieser Verarbeitung auch. Ja Leute, worauf wartet ihr? Pulsar 2. So pre-orders are open now already. It goes into production in the beginning of 2020 and deliveries will start towards the middle of 2020. Vorbestellen könnt ihr das Fahrzeug jetzt schon, aber erst ab 2020 ist das Fahrzeug verfügbar und die Auslieferung beginnt ab ab Mitte 2020. Gucken wir uns das Fahrzeug noch so ein bisschen von vorne an. An und für sich macht das Fahrzeug keine schlechte Figur. Riesige Brembo-Anlage, Bremsanlage auch vorne. Was man so jetzt eher aus dem Motorsport kennt. Übersichtliches Fahrzeug, Panoramaglasdach. Kommen wir zur Frontpartie. We get to the front. I think he had a very, really beautiful face. Yeah, I like. Yeah. It's beautiful. So we have here PDC, yeah, and front camera. Yeah. And what is this? So this is the Polestar grid. Yeah. We call it. This is your front mounted camera, and this is the radar. Ah, so yeah. Radar. So yeah. So for your distance control. Yeah. Yeah. What headlight we had? So we have what we call pixel technology in our headlights. There are 84 individual pixels in the headlight itself. And so you can drive with the main beam on at all times. And this car will pick up to 5 different vehicles in front of you to make sure that you do not blind the drivers oncoming or following. Die sind klein. Also sehr kleine Nebelscheinwerfer. Aber wir haben einen Haufen PDC-Sensoren hier. Und aerodynamisch ist das Fahrzeug auch. Jetzt gleich gucken wir den Pulsar nochmal ganz frecherweise unter den Rock. Ja, gucken wir uns an. Hilfe! Was sich da unten drunter verbirgt. Wir haben hier wieder Laderaumsystem. Ein klein bisschen. Hier ist ja, wie er eben schon erzählt hatte, das Reifen-Repair-Set, das Tire-Repair-Set. Now we come back to Brent. And Brent, tell us now, what is under the covers? So everything under there is of course part of the cooling system. You've got your front electric motor under there as well, because we have the two electric motors, and then we've used the extra space for a 34-liter front storage compartment. Also die ganze Technik, Motor und so weiter steckt hier drunter. Batterien würde ich jetzt ganz gerne auch aufmachen, aber geht scheinbar nicht. Cooling System, also Kühlersystem, ist hier auch drunter verstaut. Alles sehr, sehr kompakt gehalten. Also man hat jetzt hier nicht so eine riesen Schnauze, wo alles irgendwie reingequetscht ist, sondern es ist wirklich sehr klein und kompakt gehalten und trotzdem alles untergebracht. Muss man sagen, das auch sehr leicht. Now a special question. Yeah. How massive is it? The weight. The weight hasn't been confirmed yet. So we are still finalizing one or two of the last details of this vehicle before we go into production. It's still a year away in terms of production, so we'll still finalize that closer to the time. Yeah. Also, wie viel
genauer auf die Waage bringen können wir jetzt gerade noch nicht sagen, das haben sie uns noch nicht. Das, ja, da müssen sie halt noch ein paar Sachen machen und dann können wir da auch über ein Gewicht reden. Aber 408 PS, 408 PS, das muss man sich mal vorstellen, 408 PS auf vier Räder verteilt für 60.000 Euro. Zeigt mir bitte ein Auto, wo ihr für 60.000 Euro so eine Leistung bekommt, mit der Ausstattung. Mal gucken, vielleicht finden wir irgendwas noch hier auf dem Genfer Autosalon. Mir fällt ad hoc keiner ein, kein anderes Fahrzeug für den Preis und für die Ausstattung, die man bekommt. Man bekommt viel Auto für wenig Geld. Das ist mein Fazit jetzt über den Polestar 2. Wenn es soweit ist, können wir das Fahrzeug auch mal testen, aber erst ab 2020. Und dementsprechend verabschiede mich jetzt erstmal vom Polestar 2 und gehen weiter zum nächsten.